Ja. Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Plains. Und ich bin gerade sehr gehypt, denn wir haben hier ein Prachtstück. Ein Prachtstück, ein Schiff. So, und ihr werdet euch jetzt höchstwahrscheinlich fragen, warum haben wir hier ein pinkes Schiff mit ein paar Kanonen drauf? Zwar liegt es daran, dass das die A Pledge of Plusty Version der Kongo-Klasse hier ist. Und ihr wisst, A Pledge of Plusty ist mein Lieblingsanime. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Das ist Hiei. Also das vierte Kongo-Schlachtschiff in ihrer ALP-Form in Simple Plains. Und normalerweise, wenn ich nicht aufnehme, leckt das Schiff nicht. Halt überhaupt nicht, außer ich schieße. Und das erkläre ich aber gleich, warum. Und deshalb ist sie so göttlich. Sie besteht gerade mal aus 160 Teilen. Gut, sie ist ein bisschen klein, aber ja. So. Warum leckt das Ding erst, wenn ich schieße? Ja, ich habe ein paar kleine Modifikationen gemacht, denn dieses Schiff ist nicht von mir. Ich werde aber höchstwahrscheinlich ALP-Schiffe mal bauen. Irgendwann mal. Aber das hier ist nicht von mir. Ich glaube, der User hieß Superbettische Yamato 9999 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Hatte auf jeden Fall was mit Yamato zu tun und Battleship und es waren mindestens 3-9. Ja, der hat die gebaut und ich habe einfach die Geschütze gemoddet, sodass die auch schön die Laser schießen, außer Purge of Plus Deal. Aber Purge of Plus Deal ist nämlich ein, also für alle, die es nicht wissen, das sind wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele, ist nämlich ein Sci-Fi-Schlachtschiff-Anime. So göttlich, schaut den euch an, wenn Sci-Fi und Schlachtschiffe euer Ding sind. So. Und ich habe natürlich auch ein paar Referenzbildchen hier rausgesucht für Yay. Und zwar zeige ich euch die nachher dann mal alle durch. Hier sehen wir nochmal schön Schlachtschiff-like, schön breit, schön lang. Und die Kongo-Klasse ist einfach nur göttlich. So. Ich glaube, ich erzähle euch vielleicht ein paar Daten zu Hiei, die ich so gerade aus dem Kopf weiß, während wir hier mal ein bisschen rumschießen. Übrigens, den Schusssound, den ihr hören werdet, ist der Original-Schusssound der Lasergeschütze der Kongo-Klasse aus A Pledge of Plusty. Ich habe den mir einfach mal geklaut. Ich hoffe, dass es keinen Strike gibt irgendwie für Copyright oder so, aber soweit ich weiß, sollte es das nicht geben. Also ihr seht, jetzt leckt es ein bisschen. Ich fahre auch relativ langsam, aber es leckt ein bisschen, weil die Teile haben 100 Schuss pro Sekunde. Schießen insgesamt eine Sekunde lang, haben 2 Sekunden Cooldown. Also man muss ein bisschen warten. Man kann, also pro Gruppe von 1 bis 4 kann man Geschütze drehen. Und ich werde mal gucken, ob ich vielleicht auch die Sekundärgeschütze, die eigentlich nur aus Flügeln bestehen, aber mal sehen, ob ich die vielleicht noch drehbar machen kann und das Flugzeugkatapult. Und ich werde auch mal wahrscheinlich wiederkommen mit dem Schiff. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, während wir auf dem Weg da hinten hinfahren, erzähle ich mal ein paar Daten, die ich gerade aus dem Kopf weiß, von Hiei. Und zwar, Hiei ist das vierte Kongo-Schlachtschiff, was es gab, beziehungsweise noch gibt. Auch im Anime ist sie das vierte Schlachtschiff. Und zwar, jetzt einfach mal chronologische Reihenfolge durch. Kongo, Haruna, Kirishima, Hiei. ALP Kongo, ALP Haruna, ALP Kirishima, ALP Hiei. Ja, ihr habt natürlich auch das kleine Bildchen dort jetzt gehabt. Ich richte mal schön die Kanonen nach einem geilen Winkel aus, dass wir noch in alle Richtungen schießen. Habe ich mir zumindest da gedacht. Und ja, also sie ist das vierte Schlachtschiff, ein modifiziertes Schlachtschiff der Kongo-Klasse natürlich. 2039 fertiggestellt, beziehungsweise nicht ganz, sondern 2032 sogar. Und ich sage euch, wenn wir 2032 haben und diese Schiffe nicht existieren,
Dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nichts mehr von mir hören. Nein, Spaß. Auf jeden Fall 2032 bzw. 2030 sogar fertiggestellt, zumindest die AAP-Form. Sie verfügt genauso wie die anderen drei über ein Mental Model, was ihr jetzt auch hier sehen werdet. Das ist AAP-HIAS Mental Model. Insgesamt ist dieses Schiff genau wie ihr Original 250 Meter lang und 31 Meter breit. Dann haben wir eine Bewaffnung von ganz normalen 36 mm, nicht mit 36 mm, sondern 360 mm Kanonen, und zwar 4x2. Also vier Türme, auf jedem Turm zwei Geschütze, wie man sieht. Das ist die Standardbewaffnung. Die kann gewechselt werden zu eben diesen 4x2 Hochwinkel-Laserkanonen, die ich hier drin habe. Das, was eigentlich auch die Hauptbewaffnung ist, der Schiffe. Dann besitzen alle vier Co-Klasse-Schiffe noch über acht Torpedo-Tubes, vier an jeder Seite. Die sind so ungefähr zwischen dem ersten und zweiten Sekundärturm, also ungefähr bei der Brücke, zur Seite nach außen gerichtet. Diese können Corsive-Torpedos abfeuern. Diese hauen richtig rein, diese Corsive-Torpedos. Dann besitzen auch alle vier Schiffe über 120 Corsive-Rocket Tubes, die über das ganze Schiff verteilt sind, von vorne bis hinten durch, mit Klappen drüber, die erst geöffnet werden müssen, aber das dauert nochmal nicht, echt nicht lange. Die Raketen werden ungefähr sofort geschossen. Ja, dann hat jedes ALP-Schiff, oder zumindest jedes große Nebelflottenschiff, eine sehr, 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 sehr krasse Bewaffnung. Und zwar die Supercomputer-Cannon. Die ist bei diesem Bau natürlich nicht mit drin, sonst würde das laggen wie Sau, weil die Supercomputer-Cannon ist riesig. Und ja, um diese abzufeuern, muss man erstmal den Rumpf leicht überhalb der Wasserlinie teilen. Also der geht nach oben auf. Da müssen zwei Kapseln von vorne in die Mitte reingefrachtet werden. Die Kanone muss ich erstmal aufladen, das kann so eine halbe Minute dauern ungefähr. Dann kann diese Kanone das Wasser spalten und ihren Gegner paralysieren, sodass sie sich kaum noch fortbewegen kann. Beziehungsweise gar nicht mehr, weil er ist gelockt. Und dann, nachdem die Kanone voll aufgeladen wurde, feuert das Teil einen heftigen Strahl raus, der alles in seinem Feuerwinkel atomisiert. Alles, egal was es So, ALP-Schiffe sind natürlich nicht nur in der Bewaffnung overpowered, sondern auch in der Defense, indem sie und zwar alle ein Kleinfeld erzeugen können, welches einfach so zum Beispiel Raketen oder Schüsse neutralisieren kann. Das Einzige, was durch dieses Kleinfeld durch kann, ist eben die Supergravity Cannon oder die später im Anime entwickelten Vibration Warheads, die sich abkoppeln können und somit das Kleinfeld penetrieren können und das Schiff innen zerstören können. Die Supergravity Cannon kommt dadurch ganz einfach, denn sie kann so ziemlich alles zerstören. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. So. Ich hoffe, es interessiert euch jetzt, Upgrade auf Plus D zu gucken, und viel Spaß noch. Ciao.